Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, meine Meinung zum Film Spider-Man A New Universe, Freunde. Ja, ich sag euch heute meine Meinung zum Animationsfilm Spider-Man A New Universe, wie ich den fand und wie ich die deutsche Synchronisation fand und wie viele Punkte ich dem Film gebe, Freunde. So, Freunde, jetzt komme ich zu meiner Meinung. Wie ich Spider-Man A New Universe fand. Und ich muss sagen, mir hat der Film echt richtig, richtig gut gefallen. Ich muss auch sagen, irgendwie auch der beste Spider-Man-Film, der bis jetzt rauskam. Ich meine, gut, die anderen Spider-Man-Filme waren auch richtig gut. Die meisten finden ja den dritten mit Tobey Maguire ja gar nicht so cool. Die meisten finden ja auch den Andrew Garfield Spider-Man nicht so cool. Oder den Tom Holland Spider-Man. Ich mochte jetzt alle bisherigen Spider-Man-Filme und den jetzt auch, Freunde. Obwohl der Film animiert ist. Ja, ich mochte den Film, Freunde. Freunde, falls ihr Spider-Man A New Universe schon gesehen habt, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Und Freunde, bleibt auf jeden Fall sitzen, falls ihr euch den Film anguckt, bis der Abspann vorbei ist, denn da kommt eine Post-Credit-Scene. Ich sag nur, die ist echt richtig witzig, Freunde. Ich fand Spider-Man A New Universe richtig, richtig geil, Freunde. So, Freunde, jetzt komme ich zur deutschen Synchro. Und im Deutschen wurde Kingpin alias Wilson Fisk, wie er heißt, von Gronkh gesprochen, Freunde. Gronkh, kennt natürlich jeder von uns. Let's Player, YouTuber. Gronkh hat Kingpin gesprochen in dem Film. Ja, und ich muss sagen, Freunde, mir hat Gronkh echt richtig gut gefallen als deutsche Synchronisation für Kingpin. Auch besser als Joker in The Lego Batman Movie. Da hat mir Gronkh jetzt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Aber jetzt hier in Spider-Man A New Universe hat mir Gronkh als Kingpin in der deutschen Synchro echt richtig gut gefallen, muss ich sagen. So, Freunde, jetzt komme ich zu meinem Fazit. Wie viele Punkte ich Spider-Man A New Universe gebe. Und ich gebe dem Film 9,5 Punkte, Freunde. Ja, mir hat der Film echt richtig gut gefallen. Auch der Stil vom Film hat mir echt richtig gut gefallen. Die Musik hat mir gut gefallen. Und die deutsche Synchronisation, Freunde. So, Freunde, da würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch meine Meinung zum Film Spider-Man A New Universe gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, Freunde. Das könnt ihr machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu meiner letzten Filmmeinung. Das war zum Film Fantastische Tierwesen 2. Grindelwalds Verbrechen. Falls ihr wissen wollt, wie ich den Film fand. Und wie viele Punkte ich dem Film gegeben habe. Dann gelangt ihr hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde. Dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein. Soccerboy, Game Over. Ciao.